Ja, Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Braumeister Michael heißt Sie heute wieder herzlich willkommen. Und diesmal von der Eisbahn im Schlosshof in Schloss Freudenstein in Freiberg. Ich habe zwei Gäste dabei und heute machen wir mal Schönheit für Alter. Das ist der Luigi von der U13 des BSC Freiberg. Ja, Glück auf und herzlich willkommen. Und den rechten Gast muss ich eigentlich nicht vorstellen, aber der Ehre halber, es gehört sich so, der Andreas Gardner, der Manager des BSC. Und bevor wir anfangen mit Arbeit, meine Damen und Herren, trinken wir erstmal was. Wir haben ein schönes Bier. Wir beide durch Bier. Alkoholfreier Punsch. Zum Wohl. Ja, meine Damen und Herren, worum geht's heute? Wir wollen heute auslosen den Indoor Regio Cup. Und Sie werden es nicht glauben, es ist bereits der 10., der Andreas Gardner organisiert. Andreas, hättest du gedacht, dass du es mal auf 10 schaffst? Ich hab's gehofft, dass dieses Format sich durchsetzt. Ja, wir machen ja so eine Art Kreismeisterschaft mit Promi-Gast. Wenn ich dann zurückdenke, wie wir Dynamo Dresden mit Edi Geier da hatten, wie wir Lok Leipzig mit ganz viel Polizeischutz da hatten, FSV Zwickau, Plauen, Auerbachs, alles was Rang und Namen hatte in Sachsen war schon da. Es fehlen eigentlich bloß noch zwei, die auch leider für dieses Jahr wieder abgesagt haben, mit Chemnitz und Aue. Aber ich bin mit dem diesjährigen Gast wirklich sehr zufrieden. Es ist auch nicht alltäglich, dass ein Regionalligist kommt, muss man es leider sagen. Ja. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es noch geklappt hat. Es kommt Neugersdorf aus der Regionalliga und ist ja nicht irgendwer, sondern? 8. Platz im Moment, so, glaube ich. Haben mit auch ganz gute Namen drin, mit Robert Koch, den Ex-Dynamo Dresden-Kapitän, der jetzt kurz vor kurzem hingewechselt ist, wird dabei sein. Mit Ragel da Silva, ein Ex-Energie Cottbus-Spieler, der jetzt dort Trainer ist. Haben sicherlich Ambitionen, auch mal irgendwann in die dritte Liga aufzusteigen. Kommen auch ein Stück weit aus meiner Heimat, ich bin ja aus Zittau. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es geklappt hat. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis aus alten Zeiten, wo wir noch gegeneinander gespielt haben. Wir haben ein paar unterschiedliche Wege genommen in der Entwicklung, aber ich freue mich, dass es geklappt hat. So, Lucio, wisst ihr, wer noch alles dabei ist? Hast du Ahnung? BSC Freiberg. Ja, BSC Freiberg. Hervorragend, BSC Freiberg von der Landesliga. So, dann haben wir aus der Mittelsachsenliga Lichtenberg, Falkenau, Langhennersdorf, Brand-Erbesdorf, alles Mittelsachsenliga. Und dann haben wir mit Langenau den Spitzenreiter aus der Mittelsachsenklasse und Mulda als absoluten Neuling, der zweite aus der Mittelsachsenklasse. Also wir dürfen gespannt sein. Das 10. Turnier, das ist schon stark, sowas in der heutigen Zeit auf die Beine zu stellen und zu organisieren. Es ist eine große Fußballfamilie im Kreis Freiberg und das ist eigentlich das Turnier, was alle zusammenbringt und das ist einfach das Schöne daran. Ja, Andreas, bevor wir jetzt zur Auslosung kommen, sagst du bitte nochmal den Ort und den Termin. Genau, Brand-Erbesdorf, Kotta-Gymnasium, 18 Uhr geht's los. Am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, perfekt, letzter Schultag, alle haben Zeit, Donnerstagabend ist das und ab 17 Uhr sind die Abendkassen geöffnet. Also ich denke, vielleicht findet der eine oder andere doch den Weg nach Brand-Erbesdorf. So, Luigi, bevor du anfängst mit Auslosen, du bist halt unser Glückskind sozusagen, ne? Zeigst du bitte nochmal in die Kamera hinein den Pokal, den es zu gewinnen gibt? Einfach nochmal bitte in die Kamera hinein. So, jetzt wird ausgelost in der Gruppe A der Startplatz A1. Fang an, Luigi. Jawohl. Und dann halten wir das in die Kamera hinein, so reinhalten. Der SV Lichtenberg. Die zweite Kugel. Jawohl, nochmal richtig rausgesucht. Wir sind gespannt. B1. Ach, A2. B1, Moment. Das ist Falkenau. Jetzt kommt das Eröffnungsspiel. Wir losen nämlich jetzt A2 aus. Wer spielt gegen Lichtenberg das Eröffnungsspiel? Oh, hier spielen die Nachbarn gegeneinander. Lichtenberg gegen Mulda, also der SV Mulda. So, jetzt kommt B2, das erste Spiel der Gruppe, in der B-Gruppe. Fortuna Langenau. Ganz klasse. Falkenau gegen Langenau. So, jetzt kommt die Nummer 3 in der Gruppe A. A3. FSV Motor Brand-Erbesdorf. Also mit Lichtenberg, mit Mulda, Brand. Schöne Gruppe. So, Luigi, jetzt machen wir die B3, also den dritten in der Gruppe. Jetzt ist der Favorit
FSV Oberlausitz, Neugersdorf. Haha, mal gucken, ob du jetzt das Klick bringst für Freiberg, ob die in die A kommen oder ob die zu Neugersdorf müssen. Oh, Langenhenne kommt in die A, zeig's nochmal in die Kamera. Und damit Freiberg zu Neugersdorf, das wird hart. Der Fairness halber zeigen wir alles nochmal, dass auch hier wirklich der BSC Freiberg in der letzten Kugel ist. Jawohl, der BSC Freiberg, Sie sehen es. So, dann sagen wir die Gruppen nochmal an. In der Gruppe A, der SV Lichtenberg, Mulda, Brand-Erbisdorf und Langhennersdorf. Und in der Gruppe B, Falkenau, Langenau, Neugersdorf und der BSC. So, Andreas, deine Meinung? Ach, schwer. Falkenau mit Rico Thomas und Neugersdorf natürlich ist definitiv eine schwere Gruppe. Aber ja, schauen wir mal, was macht man. So, meine Damen und Herren, wir sagen es nochmal. Der 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten. Einlass ist 17 Uhr, Beginn 18 Uhr in der Sporthalle des Kotta-Gymnasiums. Das war's, meine Damen und Herren. Ich danke dir, Luigi, als Glückskind. Andreas, Dankeschön und ein herzliches Prost und Glück auf.